So what's up? Hey ho, let's go. Es geht ab. Wir spielen alle unsere krassen Main-Charakter. Ja. Silvana ist ein, außer mir. Ist ein Roboter. Ich bin Warum die Huntress. Bin ich woanders gelandet? Und Tom ist ein Troll. Ja, ich spiele nicht den Engineer. Engineer ist eigentlich meine Lieblingsklasse. Zurzeit wollte ich aber trotzdem einmal mal den Artificer ausprobieren, weil er jetzt gerade einen Buff bekommen hat und ich gerne wissen würde, wie sehr sich das wirklich aufs Gameplay auswirkt. Gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Der Artificer ist... Hast du gerade hoffentlich gesagt? Nein. Okay. Ich brauche ein bisschen Geld, weil hier sind Kisten und ich würde die gerne öffnen, weil ich ein bisschen greedy bin. Geld ist gut. Oh Gott. Ich muss da irgendwelchen den Song ein bisschen leiser stellen. Schnell. Audio. Ach komm, jetzt habt ihr nicht erwischt hat. Boah, ich bin so gut in diesem Spiel. Alle wegballern. Ah! Verbrennt! $44. Das Geld. Das gibt man doch gerne aus. Für einen. Oh, scheiße. Den hätte ich nicht gewonnen. So. Machen wir mal die große Kiste hier auf. Hoffentlich direkt was Rotes. Und es ist was Rotes. Oh ja. Es fängt sehr gut an. Oh, Alter, das Ding ist richtig geil für mich. das ist eigentlich besser für dich gewesen, aber ich dachte so, sind wir mal ein bisschen egoistisch. Also, ist ja, der ist wirklich nice. Hatte ich doch letztens mal in dem Run von uns beiden, ne? Dieses Ding, was Auto... Und dann habe ich den eingetauscht gegen diese Schneeflocke da. Oh, warum machst du denn sowas? Die Schneeflocke ist so übel bad. Ja, aber das wusste ich ja nicht. Und dann dachte ich mir, ja, komm. Ne, du stehst vor so einem 3D-Drucker und ich dachte, okay. Ich wusste ja nicht, dass man da einen orangen Gegenstand reinschmeißt. Und dann schmeißt er das gute Ding da rein. Oh, habe ich mich geärgert. Darf ich schon den Teleporter anmachen, weil ich finde hier keine Monster und das dauert mir zu lange. Hallo, ich hab jetzt einfach Let's go! So, ja, ganz viel Explosionsdamage. Oh, Tom, ey. Ist okay, darfst du gleich wieder aufmachen. Ich kämpfe gerade gegen drei Dinger. Siehst du, wie dieser Stone Titan gerade gerackt wird? Siehst du das? Also du siehst nur den Lebensbalken wahrscheinlich. Aber wir dürfen jetzt nicht gleich alles aufsammeln. Silvana will ja auch noch was sagen. Oh Gott, ich krieg aufs Maul. Okay. Siehst du, wie der gerackt wird? Oh Gott, ich krieg aufs Maul. Ein bisschen kriegt man halt aufs Maul, wenn man sich nicht bewegen kann, ne? Oh ja. Oh, was ist da denn gedroppt? Ich kann da nicht hoch, deswegen nehme ich eins von den unteren. Jetzt müssen wir nur noch im Teleporter stehen. Wenn Silvana hier hinkommen möchte, dann würde das schneller laden. Die machen das, wenn man... Also, enter a frenzy after killing three enemies. Ja. I will enter a frenzy. Damit machst du dann 100% Attack Speed mehr und 50% Movement Speed mehr. Oder? Warte, was ist andersrum? Nee, es war so. Ist da noch so ein Ding, Silvana? Wenn du das haben möchtest. Das ist Kann halt ich hier nice. Runterfallen? Bestimmt. Spring, Ohne Silvana, Stern. Do it. Did. Oh, Alter. Komm her. Übrigens, wenn du die Schlucht runterspringst, wenn du die Schlucht runterspringst und unter 10% Leben hast, währenddessen der Teleporter gecharged wird, dann kriegst du ein Achievement und dieses Berserker Pauldron freigeschaltet. Also wenn du jetzt gleich die Klippe runterspringen möchtest, kannst du das gerne tun, so bei 98% oder so, dass du dann halt das kriegst. Musst du ja nicht machen, kannst aber machen. Ich meine, den Boss haben wir schon gekillt und das Item hast du auch schon. Genau, Silvana, spring die Klippe runter. Tom will nicht mehr mit uns zusammenspielen, hast du das gemerkt? Ne, ich hab das Achievement ja schon. Man kann ja durch Fallschaden und so überhaupt nicht sterben, ne? Also nur, dass ihr das wisst. Ja, ich weiß, man kann nur sehr, sehr viel Leben verlieren. Gar ja, bis zu 1%, ne? Also. Steht jetzt gar keiner da drin? Irgendeiner muss auf die Pay. Ja, ich stehe drin. Ah ja, und ich darf dann gleich nichts von den Truhen abbekommen, oder wie? Ja. Klar. Ich meine, du hast genauso viele Kisten gekriegt wie wir. Das will ich doch mal kontrollieren hier. Ich hab diese scheiß... Mann, ich hab diese komischen Pilze da, die sind so kacke. Boah, die sind richtig geil für den Engineer, ne? Wenn du die nicht für den Engineer in einem Online-Run übrig lässt, dann sterbe ich. Seid ihr so weit?
Dann würde ich sonst jetzt weitermachen. Seid ihr so white? Seid ihr so white? Aye, aye, Captain. Bros. Broskis. Also ich bin noch nicht so weit. Oha, sie waren halt einfach mal den Blitzschlag parat gefunden. Ja, ich wollte gerne. Also ich aim so immer so an 5 Minuten, dass wir jede Map in normal auf 5 Minuten schaffen. Weil die Schwierigkeit immer höher wird, je länger man drin bleibt. Und es kommen auch keine Monster mehr, nachdem man den Boss gekillt hat. Dementsprechend wird das alles nur noch schwerer. Ist eine Lunarbox, soll ich die mal aufmachen? Du kannst machen. Ich meine, sobald du dich einmal tötest, kriegst du sowieso wieder 5. Oh, nice. Also ich meine... Brettelkrauen. Die Brettelkrauen. So, ich aktiviere das Ding jetzt. Ich hab die Brettelkrauen. Ist gerade jemand einfach reingegangen oder wieso hab. Oh. Tom ist reingegangen. Ach. Tom, jetzt chill mal hier. Hä, hey, ich war so kurz vor einer Truhe. Echt? Also, okay. Ich bin ja so langsam. Ich bin genauso langsam, glaube ich. Der einzige, der hier jetzt gerade schnell ist, das ist der Max. Und ich habe uns eine Healing Drone mitgenommen, ja. Ich durfte das. Die Healing Drohnen sind übrigens nur für den, der die aktiviert. Oh. Also sie funktionieren auch ein bisschen so, dass sie, wenn die überhaupt nichts zu tun haben und du zufällig in der Nähe bist, dich auch zwischendurch mal healen. Aber normalerweise fliegen die halt nur hinter dir her. Ja? Also, was du da. Ja. Bin in einem Frenzy. Frenzy Fire. Oh, ich hab Moorbänder gefunden. Nice. Frenzly Fire. Frenzliges Fire. Oh, vielleicht hätte ich die Soldier Syringe nicht aufsammeln sollen. Ah, ich hätte sie vielleicht einfach mir überlassen können. Ich bin ein bisschen auf Singleplayer gerade. Ich bin Tom und bin einfach ein Arschloch. Sammel alles auf. Okay. okay. Mein Gott, Alter. Boah, Alter, was sind das denn für Shops, ne? Nimm du ruhig mit. Das ist so ein Raketenschlag bei Auto-Attack. Oh, das ist cool. Ich mach genug Auto-Attacks. Also bei mir würde das öfter procken, aber ich glaube, das ist... Das passt schon so. Das könnte ja jetzt schon ein richtig geiler Run werden. Alleine wegen dem Brilliant Behemoth. Der Damage ist real. Der Damage ist real. Ey, gib mir den mal. Aber ich habe hier keine Monster. Crowbar? Soll ich die einfach nehmen? Einfach ein Arschloch sein und die Crowbar nehmen? Mach ruhig. Was ist okay. Das? Du Arsch. Ich hab schon wieder alles vergessen. Das macht mehr Schaden bei Gegnern, die viel Leben haben. Genau. Also alles über 90% macht der 150% Schaden. Die haben übrigens den Damage vom Eis gebufft. Das heißt, wenn du einen Eis-Elite killst, haben die da den Damage von gebufft, dass diese Explosion macht. Was diese Explosion macht. Danke, Sherlock. Kein Problem. Max lacht schon wieder so komisch. Ich hab's auch noch nicht ganz verstanden. Ich versuche nur hilfreich zu sein. Die haben den Eis-Damage gebufft. Ja, nicht den Eis-Damage. Noch mal das, was die gemacht haben. Also ja, nicht den Ice-Damage gebufft haben. Ja, nicht den Ice-Damage, den das Viech selber macht, sondern nur die Explosion danach haben die gebufft. Okay, oh, ich hab nichts gegained. Was ist das denn? Oh, cool. Eine Kopfbar. Wieso kriege ich keine Kopfbar? Ja gut, ich hab den Behemoth, ne? Behemoth. Oh, was hab ich denn jetzt? Oh, glaube, das Ding ist nice. Ding. Das Ding ist nice. Alter, ich habe jetzt einfach hier ein Geweih. Ja, das macht Doppelheal. Oranges Geweih, Boy. Geweih ist das. Geweih. Doppelheal. Davon muss ich erstmal einen Screenshot machen. Geweih ist das. Kokoweih. Tschu. Wo ist denn jetzt der Teleporter? Wo ist denn der Teleporter?
Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich hinschießen soll, wenn das Viech durch die Gegend geschossen wird. Durch so eine Minigun, die ihr aktiviert habt. Pritzma has picked up Batzling Fungus. Batzling Fungus? Alles klar, wa? Selber Pilz. Nee, was sowas nicht. Nom nom nom. Alle Items. Wow, okay. Bleib mal kurz stehen und heil mich. Oh, Tree-Tip-Decker, du Arsch. Was? Die haben jetzt den Proc-Koeffizienten hochgesetzt. Von 0,2 auf 1. Also will ich das ausprobieren. Würde ja im Prinzip bedeuten, dass er mehr Proc macht. Eigentlich. Fünfmal so oft dann, oder nicht? Ja, eben. Oder habe ich das jetzt... Mathe-Mann. Mathe. Mein Gott, wo ist denn dieser Teleporter? Ey, ich krieg schon wieder die Krise. Du kriegst schon wieder die Krise. Ich krieg schon wieder die Krise. AMK. AMG. AMF. OMF. G. Da oben ist ein blauer Dingsbums drauf, womit wir den Magier kaufen könnten. Ja, hat jemand den Schrein gefunden jetzt oder noch nicht? Den Teleporter? Übrigens, ja, ganz wichtig, man kann Sachen pingen. Mit mittlerer Maustaste. Ernsthaft? Ja. Lol. So übelst immersive und so und keiner pingt das raus. Vor allen Dingen, ich benutze es auch im Singleplayer nicht, weil ich meine, ich muss ja nichts pingen, wenn keiner da ist. Ist voll verloren. Ja. Geil, ich habe ein Mechanic freigeschaltet. Also ich hätte ihn gefunden, aber ich warte noch, bis ihr da seid. Dann ping doch mal den Teleporter. Boah, Alter. Ich will jetzt gucken, was das denn hier für hat. Was ist das denn? Was alles der, was... Ach, das war der Raketenwerfer, ne? Was, der Bastling Fungus, oder? Nein, der Crowdfunder. Ach, der Crowdfunder. Der ist, glaube ich, nicht so geil. Also der das schießt halt mit deinem Geld, ne? Ja, der ist halt auch. Nachher ist der halt okay, weil man halt zu viel Geld hat. Und da ich sowieso noch nix hab, ist das okay. Ich habe übrigens den Call of the Mountain gemacht. Dementsprechend müssten das jetzt Doppelbosse sein. Oder ein stärkerer, je nachdem, keine Ahnung. Oder drei. Oder einfach drei. Scheißegal. Komm, machen wir ein bisschen auf Kacke hauen. Feuerviecher kann man anscheinend auch nicht einfrieren. Ich muss schon sagen, der Damage ist auf jeden Fall real. Oh Gott. Uff. Oh, ich bin down. Oh, bei mir hat sich's aufgehauen. Fängt ja gut an, okay. Oh mein Gott, bin ich lahm. Bitte töte mich nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Kann ich einfach... Ich bin down. Silvana, ballern. Ja. Jawoll. Ich so. Komm. Und Tom auch ballern. Jawohl. Ich benutze einfach meinen Crowdfunder jetzt. Okay, was? Was aufbrechen kann. Man muss sie einfach nur dazwischen stellen. Zwischen eine Wand und die. Oder beziehungsweise. Also, nein, eigentlich andersrum. Eigentlich soll man eine Wand dazwischen stellen. Dann geht das. Du musst dich hinter einer Wand verstecken, ja? Ja, du musst dich in der Wand verstecken oder machst halt das Schild vom Engineer meinetwegen. Oder irgendwie sowas. Da kommt jetzt bestimmt irgendein mega geiles Item raus und ich beiß mir in den Arsch, dass ich gestorben bin. Ja, so ein Will-O-Wisp oder sowas. Ja, das wäre super. Hab ich kein Geld mehr? Oh, ich hab kein Geld mehr. Lol. RIP. Silvana, baller die Riesenqualle ab. Jawohl, gib ihm. Ja, ich musste erstmal das Kleinzeug hier weg tun. Erstmal muss das Kleinvieh beseitigt werden. Ah, ich baller hier die ganze Zeit auf diese Qualle ein. Oh Gott, versteck dich hinter der Wand, Silvana. Ah, okay, passt schon. Ja. Okay, ja, leck mich doch am Arsch, ey, wirklich. Die hätte ich gebrauchen können, die scheiß Ukulelen. Drei Stück auf jeden Fall. Für jeden.
ist so okay. Mega slow da am Rumdüsen. Ins blaue Portal oder? Komm, wir gehen ins blaue Portal. Ich meine, warum auch nicht? Blaues Portal. Geheimer Shop. Jetzt. Mal schauen. Ich hab Gold bekommen. Oh, das Ukulele. Ja, dafür kriegst du dein EP. Wenn du dann da dein Geld nochmal zusätzlich holst durch den Searing Altar oder wie es heißt. Ey, meine Augen leuchten ja rot. Was wollte ich? Tom, du wolltest mir die Ukulele geben, habe ich gehört. Wenn es so eine Möglichkeit gäbe, würde ich das sogar vielleicht tun. Gibt es nur leider nicht. Oh, das ist nice. Was ist das denn? Direkt beim Blitz drauf. Gib mir das. Wenn du zu viel auf den drauf schießt, dann schickt er dich gleich wieder zum Anfang zurück. Jetzt echt? Jo. Was ist das denn? Das ist der Händler hier, der verkauft die Sachen hier. Ach, der verkauft Sachen. Deswegen können wir keinen Schaden machen. Genau. Das ist richtig. Und hier kannst du halt auch den Azifazi kannst du hier kaufen für 10 Lunar Coins. Ich habe mir jetzt dieses Gesture of the Drowned geholt. Das macht 50% meines Cooldowns auf meinem Q weg. Die Sache ist nur die, dass es gerade zur Zeit der Crowdfunder ist. Und das heißt, sobald ich Geld habe, haut er einfach das Geld raus. Das Ding das ist heißt, mit dem, das hier für Sachen. Mit dem Blitzschlagapparat, den Silvana hat. Komm, warte, ich hol mir eben. Das hier ist dieses Teil, von wegen du kannst höher springen und machst so eine Stampfattacke. Ja. Und das da ist dieses. Man wird unsichtbar, wenn man Schaden bekommt, glaube ich. Nee. Aber das lohnt alles nicht. Und was sind das für Dinger hier, die man für die Lunarteile bekommt? Ja, das sind so besondere Items halt. Und was macht das? Ach so, dieses FNC of Grief, was ich hier gerade hingestellt habe, was der automatisch hinstellt übrigens, weil ich habe ja den 50% Cooldown. Das reduziert die Rüstung eines Gegners um 20. Bei einem Magmawurm wäre das dann bei Rüstung minus 5. Wow. Ja, okay. Der Magmawurm hat nur 15 Rüstung. Und ich habe mir das Ding jetzt gerade eben übrigens nur gekauft, damit ich den Crowdfunder loswerde, weil der Crowdfunder hätte sonst jetzt mein ganzes Geld rausgeballert für jedes, für jeden Mob. Weil ich mir gerade Gesture of the Drowned geholt habe. Die Kugel ist nicht so nice. Die macht random auf der Map überall Meteore, aber auch auf dir drauf. Und macht halt auch dann ziemlich Damage auf dir. Das heißt, die könnte dich mal hitten. Die Blume macht Heal. Also die verdoppelt deinen Heal, aber macht es dann über Zeit. Ja, also das vervierfacht die Zeit, in die es healt. Aber, ja. Bringt halt nichts. So, ich hab jetzt mal gedacht, so, wir gehen hier mal wieder durch oder so, oder nicht, oder was? Ja. Ja, können wir, also ich brauch. Ich glaube, der Leader muss das aktivieren. Weiß es nicht. Nee, eigentlich ist egal, glaube ich, eigentlich, wer das macht. I gently. Oh nee. Oh, mach nicht diese. Ja, ich mag diesen Map nicht so gerne, weil da halt. Ja, moin, Tom, alles explodiert bei dir einfach. Also, du musst dazu wissen. Ich mag diesen Map nicht, weil hier diese Stiere immer rumlaufen. Das ist immer die dritte Welt. Also, du kannst halt auch nicht aussuchen. Die Welt ist immer die gleiche. Also, du. Es gibt halt keine optionale Welt, leider. Ich war nicht greedy und hab Geld gesucht. Warst du das nicht? Nein. Warst du das einfach nicht? Weißt du, was ein gutes, gutes Equipment-Item gerade wäre? Für mich wäre ein gutes Equipment-Item gerade das Ocular hat, weil ich 50% Cooldown-Reduction hab und das Ding automatisch aktiviert wird. Da muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Also hier war auf jeden Fall gerade ein oranges Kistengedöns. Ja, ich brauche nur Geld dafür, um das zu öffnen. Also wenn ihr zu viel Geld habt und ihr dann irgendwelche orangen Boxen habt, dann öffnet die gerne und sagt mir, ob da irgendwas Gutes rausgekommen ist. Oder falls ihr das selber braucht, könnt ihr es auch selber benutzen. Mir ist das ja egal. Falls ihr es selber braucht, nein, dann gebe ich es ab. Nee, aber bitte. Ich habe gerade irgendwie 5 Kühe oder so platt gemacht und jetzt 450 Geld.
Ich habe 450 Geld. Davon nehme ich auch gern was. Was ist denn eine okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. Nice, ich habe eine Whip bekommen. Ja, und ich habe eine Infusion bekommen. Ach, hält die nur eine bestimmte Zeit an? Die Infusion? Nee. Die Infusion macht, dass wenn du die aufsammelst, dann musst du 100 Gegner töten, damit du 100 Maximum Life drauf kriegst. Also aber das dauert ein bisschen. Halt nach und nach, ne? Ja, klar. Also für jeden Mob kriegst du halt ein Leben mehr drauf. Guck mal, ich kann ein bisschen mehr bewegen. Nice, ich kann ein bisschen rumhüpfen. Wie so ein Irrer. Oh geil, hier ist ein Energy Drink drin. Ich brauch Movement. Ich brauch Movement. Sag mal, dass sich die Gegner hier durch das Ding hochhüpfen, das finde ich aber nicht so cool. Ich habe mir das schließlich selber angemacht. Was ich übrigens sehr nice finde. Excuse me, Mr. Gegner. Why are you springing hier hoch? I found that not so okay. I think that is very not the yellow from the egg, ne? That this is not very nice from them. That's okay. I think. No, that it's not okay. Okay. Alright. Alright. This is not alright. That's it's not okay. Alright, okay. Was war noch mal besser, Teddy oder diese Munitionsgedöns? Teddy Bär. Der Teddy blockt 15%, also 15%. Teddy Bär dreht dich um. Der hat eine 15% Chance, dass er deinen Schaden blockt, egal welchen Schaden, also auch meinetwegen Sacrifice-Schaden oder was auch immer. Die Sache daran ist halt, dass dieser Teddy nicht 15% plus 15% hat für jeden Stack, sondern 15% von 85 dann und 15% von 72 und 15% dann von meinetwegen 60 oder so. Also das heißt, du brauchst irgendwie insgesamt 95 Teddys. Mehr. Also für einen richtig. Du brauchst mindestens 7 Teddys, damit du irgendwie 60% hast. Was halt schon ganz gut ist, ne? Und statt 4, ne? Wenn man jetzt addieren würde, dann wären das halt 4. Aber sonst braucht man halt irgendwie 7 Stück, damit man 60% hat. Komm, ich nehme einfach mal die Fungi. Obwohl ich die eigentlich gar nicht so geil finde auf dem Typen, der sich bewegen muss. Auf dem Azifazi. Ja, ich bin einfach ein bisschen dran gewöhnt, dass ich den. Ey, du hättest mir auch den Shop einfach lassen können, weil da war eine Stun-Granate drin. Die kann ich wohl ganz gut gebrauchen, weil die aktiviert sich auch mit meinem Rechtsklick. Haben wir beim letzten Mal schon gelernt. Alles, was irgendwie einen On-Hit-Effekt hat, aktiviert sich auch mit dem Rechtsklick der Huntress. Okay. Das ist mega gut. Ja, ich finde nur, dass eine Stun-Granate ist halt einfach gar nicht so geil. Ja, du hast halt auch einfach keine Ahnung. Stun-Granate ist nicht so geil, weil die einfach nur 5% Chance hat, dass sie stunt. Und kann auch keine Bosse stunnen. Deswegen, weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Da würde ich dann lieber Beat nehmen. Mein Charakter sieht jetzt richtig abgespaced aus. Jetzt habe ich sogar noch so eine komische Maske auf. Boah, gib mir doch irgendwas, bitte. Ich aktiviere übrigens alle 22 Sekunden meinen Rocket Launcher. Ja, das ist schon ziemlich nice. Hauptsache knallt, ne? Ja, Hauptsache knallt, ja. Ich mach mal den Boss an, ist das okay? Nee, noch nicht. Ja, Tom, was machst du jetzt? Auf wen hörst du? Wie lange brauchst du noch? Wo ist der Boss? Hier. Wo denn? Ich hab's markiert. Nee. Ach, da! GG Brokkoli ist auf dem Weg. GG. Piu, piu, piu. Ich sehe keinen Boss. Ich sehe auch noch keinen Boss. Tom hat den nicht gespawnt, ne? Nee. Pritzma hat den gespawnt. Pritzma. Ja. Wo ist er denn? Oh nö, der. Oh. Blazing Greater Wisp. Was ist das denn für ein Lumpi? Lumpi. Grottenmolch.
Muss das so einer sein? Alter. Ich komme hier nicht so schnell. Ach, ich komme hier nicht schnell genug weg. Ja, zum Glück ist der Fire Damage genervt worden, ey. Sonst hätte der dich one-hitted. Ich meine, er ballert dich auch jetzt schon weg, aber. Huiuiui. Wollte schon sagen, wann hört denn das auf? Eieiei. Nein. Ich stelle mich mal hier kurz hin und heal mich mal ein bisschen. Ich denke, das ist gerade angebracht. Alter, mich draufballer gerade. Ihr habt auch die Pilze, ne? Ich habe generell die den Eindruck, dass es öfter spawnt. Ich mach mal ein bisschen Damage, ne? Boom! Ballern! Okay, nein, er ist. So, jetzt mal hier den Rest weg. Was hat er denn gedroppt hier überhaupt? Berserker's Pauldron. Ah, davon haben wir ja schon wieder einen. Es erhöht dann nur noch die, Anzahl? Nur noch die, die Zeit, wie lange es, aktiv ist. Das heißt, sobald du es einmal aktiviert hast, hast du statt 6 Sekunden, hast du 9 oder sowas. Ich kann einfach schon einen Buffalo komplett one-hitten mit meiner Energiekugel. Der Damage ist also real. Wir hatten bis jetzt echt schon die beschissensten Bosse, kann das sein? Diese komische Qualle, dieses komische fliegende Dings hier gerade. Ja, also Dune Strider ist halt auch einer der beschissensten Bosse. Sonst, neben Dune Strider, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was sind da noch sonst so? Wer ist nochmal der Dune Strider? Ist das dieser Lava-Wurm oder was? Nee, der Dune. Ach, nee, das ist der Magma-Wurm. Okay. Der heißt einfach so. Der Dune Strider ist dieser komische Clay-Golem-artiges Viech, was mit schwarzen Kugeln auf dich wirft. Ach, das, was da irgendwann anfängt, alles in sich reinzusaugen, ne? Ja, genau. Oh ja, der nervt auch. Hier ist immer noch so ein Berserker's Pauldron. Will das keiner haben, sonst nehme ich das. Oh ja, ich nehme. Was ist das? Macht das? Oh ja, ich nehme. Moment, was macht das? Sammel's auf. Was denn? Was macht. Ja, okay. Du hast davon sowieso schon eins. Das ist ein. Das Berserker-Teil ist. Das löst ein Frenzy aus, nachdem du 3 Gegner innerhalb von einer Sekunde getötet hast und dann hast du Movement Speed von 50% mehr und ein Attack Speed von 100% mehr. Das ist ganz nice. Cool. Ich mach mal hier direkt so ein Shrine of the Mountain an. Bitte werdet nicht weggeballert. Nein. Also ich könnte so ein Backup-Magazin gebrauchen, also zumindest eins, wäre nice. Backup-Magazin ist für den Rechtsgegner? Ja. Das könnte ich auch gebrauchen. Ich nehme mal den hier. Ich habe hier übrigens gerade so diesen dicken Imp oder was auf mir. Dann, lauf mal weg. Bitte. Ich komme angerollt. Sivana rollt mit ihrem Besten. They hating. Oh, ich hasse ihn. They see me rollen. They hassen. Sie mich rollen. Sie hegen Groll. Geil, jetzt mach ich meine toll. Oh Gott. Wie soll man aus so einem fetten Kreis eigentlich raus sich bewegen, wenn man übelst slowen Movement hat? Geht doch gar nicht. Ist der jetzt schon platt? Irgendwie sehe ich hier nichts. Ja, der ist platt. LOL! Oh, der scheiß Drache hat mich einfach. Hat er dich weggeballert? Ich hab den nicht gesehen. Scheiße. Er ist jetzt auch gerade nicht auf easy. Das ist natürlich jetzt echt scheiße, ne? Das ist schon ein bisschen traurig. Kritisch mit den Items jetzt wieder. Was ist denn mit ihm los? Was springt denn der so bekloppt? Währenddessen lootet Sylvana Truhen. Währenddessen ich kämpfe. Oh. Okay, schön. Ich finde, das ist gut aufgeteilt. Ich nicht. Darauf zu hüpfen. Dann loote ich auch mal ein paar Truhen. Eine Süßigkeit ohne Markennamen. Snickers! Nein, kein Snickers. Mao, Arm. Mao, okay. Ich
glaube, ich habe Blazing Damage. Ja, okay, ich habe geleuchtet, deswegen. Ich muss auch mal wieder blinzeln hier. Ich wundere mich schon über Augenschmerzen. Du darfst nicht blinzeln, sonst könntest du verrecken. Du darfst nicht blinzeln. Oh, nice. Gut gemacht, Silvana. Oh, geil. Mudo Wisp, das ist richtig gut. Wenn du Gegner besiegst, explodieren die. Nee, ich meinte eigentlich jetzt das Achievement, was sie gekriegt hat. Sie hat 5000 Schaden mit einem Schlag gemacht. Ja? Ja. Cool. Das ist das Achievement. Sonst hättest du es nicht gekriegt. Ja. Cool. Direkt begeistert. So. Schauen wir mal. Das sind halt einfach 2000 Schaden. Ich habe auch gerade meinen Kuh drauf gehalten. Ja, deswegen sagst du ja mit deinem Blitzschlag. Einfach looten und leveln. Oh Mann, Silvana kriegt auch noch ein Item, was ich haben will. Ich krieg echt zu viel. Ja, wir können, also das. Alter, was springen die denn alle so? Ey. Als ob sie nichts anderes machen. Erstmal reinrollen da. Silvana, zeig ihm, wer der Boss ist. Roll ihn tot. Also ich finde das, schon ganz nice, dass ich mich nicht mehr um meinen Kuh kümmern muss. Silvana wird auch nicht gegrillt vom Salamander. Wo bist denn du überhaupt? Du musst mal was markieren, dann kann ich das sehen. Okay. Ich meine, ich habe dich jetzt gerade schon auf der Map gesehen, aber ich komme nochmal hin. Hör mal auf, hier so rumzuhüpfen. Sag mal, jetzt reicht's ja aber auch mit den Viechern. Also, jetzt reicht's mir aber. Ich glaube, ich krieg zu viel hier. Okay. Kein Bock mehr hier. Mach sie einfach alle tot, Simona. Ja, ey. Einfach wegballern. Komm, übertreiben wir mal direkt. Oh Mann, ey, ich krieg alle die Sachen, die ich haben will, das gibt's doch wohl nicht. Machen wir mal den Boss noch mal schwerer. Dann kriegen wir auch noch mehr Items, 6 Items insgesamt. Halt's Maul jetzt. Da. Zum Teil sind 3 für jeden. Okay. Das will ich auch haben, das Ding. Tom, ich raste gleich aus, okay. Nice. Leck mich okay. Doppelbäcker mal. Und dann Maracas und ich habe schon 4-mal diese Blutdagger gekriegt in dieser Welt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der jetzt um einiges mehr Damage macht als vorher. Also weil er halt auch öfter prockt. Dementsprechend halt auch mehr. Soll ich das anmachen? Noch nicht. Aber ich mache das hier erst frei von. Wenn du nach ganz oben gehst, dann sind da noch Kisten. Ja, Erz und Max hier mit seinem Ding. Die sind mir viel zu schnell hier. Hört mal auf damit. Ja, scheiße, dass ich tot bin, ey. Wirklich. So. Eigentlich sollte dieses Explosionsding vom Behemoth irgendwie noch auf dem Skill basierend sein und nicht auf dem Base Damage. Wenn es auf dem Skill basierend wäre, ne? Das wäre so overpowered für einen Artificer. Dann, der würde ja direkt eskalieren. Jetzt werden auch alle Gegner One-Shot, oder nicht? Ja, ich denke schon. Also ich meine, die sind ja jetzt schon fast alle One-Shot, aber so One-Shot wie ich. Ja. Hier ist noch eine. Macht Silvana. Schießt immer noch Gegner tot. Ja, dann machen wir den Boss ich an. Ich hab gleich meine kompletten Süßigkeiten auf. Ihr müsst jetzt langsam mal den Schrein aktivieren, ja. Ja, dürfen wir denn gleich dann noch sammeln? Oh. Ja, ich. Oh nein, nicht. Was sollen wir denn sonst machen? Okay. Sollen wir jetzt einfach warten? Oh, da war der Lauf. Oh Gott. Okay, RIP. Ich bin RIP. Echt jetzt? Ja, ich bin RIP. Der Laser, der hat mich komplett erwischt. Ich war erst am Blazing. Ich würde an die Seite gehen. SRG hinter der Wand am besten.
und den Luna-Coin noch mitnehmen. Warte mal. Ja, da bin ich gerade gestorben in der Richtung. Muss auch auf den Boden schauen, sonst hauen dich diese komischen Teile weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh da raus. Laser. Ah! Dein STRG! Okay, ciao. War da etwa jemand zu greedy, Tom? Wer, ich? Nee, Tom hat den Boss doch schwerer gemacht. Ach, ey, komm. Ja. Wäre ich da nicht direkt weggeballert worden von diesem Laser, dann hätte ich den geschafft. Ja, Mann, Movement, Movement war einfach hart kacke. Ich wette, du hast 1000 Movement-Sachen. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Trotzdem. Ich habe nur einen Goat-Hoof und einen Energy-Drink gehabt. Und so eine Whip. Aber die ist ja nur für außerhalb des Kampfes. Ja, okay. Nun gut, ciao.